Jetzt guckt euch mal diese AI an. Könnte auch locker ein Snicklink-Deepfake-Video sein. Ich habe das noch nicht ganz geguckt. Ich habe das ohne Ton geguckt. Und das ist so krass. Das hat der Aiwanger auch die Tage in irgendeinem Interview gesagt, in irgendeiner Fernsehrunde. Based Aiwanger, der meinte halt so, die Arroganz, so im übertragenen Sinne, die Arroganz der Städter, der Leute aus der Großstadt raus, die das Land dann regieren. Du hast es in den USA, du hast es hier. Städte sind ja im Endeffekt Sozialismus. Ne? Peak. Und da wohnen die Schlauen und die Tauben. Die, und beide komplett clueless. Tauben komplett sediert. Okay, fair. Schlimmer sind noch die Schlauen. Die Schlauen und gut Informierten, die nichts wissen. Und die, weil es ja Millionen sind in den Städten, die regieren, in Kalifornien ist es ja genauso. Städte regieren ganz Kalifornien. Und die aus den Städten raus, mit ihrer Anecdotal Evidence Welt, diese schwachen Leute, die keine Fähigkeiten haben und nichts wissen, obwohl sie schlau sind, die regieren das ganze Land. Die Länder, die Staaten mit ihren Policies und ihrer Schwäche und ihren Ideen von Instant Gratification, ihren Dominanzgesten. Und die da draußen werden auch noch, auf die wird auch noch herabgesehen. Die auf dem Land, die sich selbst irgendwie organisieren und irgendwie Friends and Family haben. Und ja, da ist man auch noch elitär und hochnäsig. Und jetzt Smash Cut 2, das ist jetzt hier Prachtexemplar. Prachtexemplar. Das ist komplett krass. So. Es ist ja natürlich auch schon alles klar. Lesbian Lifestyle und dann, es kommt natürlich das Hexenproblem hinzu. Man hätte sich diese Figuren, diese Gestalten nicht besser ausdenken können. Das ist komplett krass. Ey, auch so dieses Belegen des öffentlichen Raums, wo sich immer so beschwert wird, ja, das machen ja die Kennex, die und die Party- und Eventszene nimmt den öffentlichen Raum ein und ist ja im Prinzip Sharia Law. Ja, ja, Junge, was ist das hier? Ey, können wir bitte mehr Party- und Eventszene haben statt das? Choose your fighter, but choose wisely. Ich würde sagen, wir retten hier Senat und Bezirk den Arsch. Du. Ey. Sommerstraße zum selber bauen. Ey, wer baut sonst die Straßen? Ey, stellt euch mal vor, irgendeiner von uns würde das machen. Ich claime hier so eine Straße. Sollen wir das mal machen? Und dann immer so passiv-aggressiv in schlau und gut und Öko und so weiter, so harmlos, mit Brille, praktischer Kurzhaarschnitt. Aber im Endeffekt ist das ja auch passiv-aggressive, schlaue Gewalt, wo man nichts gegen sagen kann. So, das ist ja im Prinzip der NPD-Trick mit den Kinderschändern. Die machen es halt hier mit Pflanzen. Da, jetzt zieht euch diese Leute rein, warte. Sommerstraße. Tillmann Häusler. Warte. Ey. Die Grüne sollen die Anwohnerinnen selbst einpflanzen, das Grün. Sollen die selber machen. Anwohnersternchen innen. Jetzt pass auf, zieht euch diese Hexen rein jetzt. Dann haben wir beim Jawoll, Junge. Yes. Ey, es ist das Hexenproblem, ich schwöre. Was machen wir mit dieser Sorte? Wie kriegen wir die wieder eingefangen? Wo ist die Scharia, wenn wir sie mal brauchen? Huh. Oh, ey. Würdet ihr gerne da sitzen bei denen? Bezirksamt nachgefragt. Und im Bezirksamt wurde gesagt, nein, Gießen müssen die Anwohner der Straße, der Ackerstraße. Ey! Ey, ist das zu fassen? Oh, vor allen Dingen, dann gingen die hin
und haben sich beim Bezirksamt beschwert, alter Enz-Anwohner, ey, sich beim Bezirksamt beschwert, wer gießt denn jetzt hier und so weiter. Ist das krass? Und dann haben die vom Bezirksamt doch echt Base, aber auch die Frechheit besessen zu sagen, ey, ihr müsst ihr selber gießen. Wow! Obwohl es ist ja auch schon, ey, es ist manchmal so Hufeisen und so Full Circle, dass ich nicht weiß, ist es nationale befreite Hexenzone? Aber ist es nicht fast schon wieder based? Ist es nicht fast schon wieder based? Bitte, lass uns das diskutieren. Weil sind wir nicht eigentlich nur neidisch? Sind wir nicht eigentlich nur neidisch, dass diese Ökos, diese Hexen und dieser Tillmann, Brillmann, dass die das gemacht haben und wir machen das nicht? Und noch die Audacity, beim Amt anzurufen, zu sagen, ey, könnt ihr hier mal gießen, komm. Es ist ja fast schon wieder based, oder? Also ich weiß, ich kann mir nicht helfen. Ich mag halt diese Leute nicht. Wie können wir das hinkriegen? Schade, dass wir, dass das sich hier so ein bisschen anders entwickelt. Oder, Big Mike? Also, was können wir davon lernen? Was können wir davon lernen? Was können wir davon lernen? Wir haben doch die Steuern bezahlt, das sind doch eh unsere Straßen. Brillmann. Brillmann Hitler. Ja, also irgendwie, keine Ahnung, ich kann mir nicht helfen. Eigentlich sind wir doch neidisch. Wir sind doch neidisch. Nicht based, weil protegiert, ja, stimmt, Kukuyer. Die haben ja, wenn wir das machen, dann kommen die hier an. Wenn wir das machen, kommen die hier an und vertreiben uns. Und da wird's noch gefeiert vom Rotfunk. Aber Plot-Twist, Frage, Plot-Twist. Wir können's also nicht. We can't. But he can. Da hinten, DITIB-Moschee. Was wäre, wenn wir uns genügend anfreunden mit unserer türkischen Gemeinde? Ja, ja, Junge. Mhm. Glaubt ihr dann, glaubt ihr, wenn der nächste Erdo-Auftritt ist und wir schon mal ein paar Claime abclaimen, auf der Venloer Straße ein paar Beete anpflanzen und so weiter, ob das dann wohl ginge? Oder meint ihr, die Reka schickt dann da eine Hundertschaft vorbei? Im Prinzip aber inspirierend. Aber hast recht, Herm. Ist natürlich von Rotfunk und wundert mich, dass die selber gießen müssen, dass die nicht ein paar Tauben, ein paar gelbe Westen angezogen haben. Abraham Gardening, genau. Ey, Junge. Ja, gut, okay. Dillmann. Brillmann Hitler, Junge. Mit seinem Lastenrad, Junge. Aber das ist, es gibt ein bisschen Based Prepper Vibes. Ein bisschen Prepper Vibes. Leer. Ey, Junge, es ist. Kam leer. Beschwert er sich jetzt darüber? Er kam leer? Wir dachten eigentlich, dass. Ey, Junge. Das ist wirklich the face of our enemies. Das ist the face of our enemies. Ich schwöre, wenn mir einer noch ins Gesicht guckt und sagt, dass er diese Deutschen irgendeinem basierten Kenneck vorzieht, das ist wirklich, dann bist du wirklich, dann hast du, keine Ahnung, dann raus aus meinem Leben, ey. Da mehr Engagement von der Stadt kommt. Es beschwert sich, dass da die Stadt nicht doch mehr macht. Einfach diese Straße geclaimt, Alter. Ey, After Hour machen, Junge. Ob die wohl gerade aus dem Katerbutzke, Ritterbutzke kommt oder wie das heißt, Junge. Das muss ich irgendwie ganz klar sagen. Also ich bin nicht davon... Ist sich am Beschweren, ist sich am Beschweren. Nicht davon ausgegangen, dass wir eine Gruppe sein werden. Dass wir irgendwie eine Gruppe sein werden, die sich... Die redet doch auch Schwäbisch oder sowas, oder? Hat die nicht so einen leicht schwäbischen Twang? Aber erstmal jetzt in Berlin allen auf die Eier gehen, ne? Hier eigentlich alle zwei Tage engagiert. Ja, sind nicht gut drauf. Ist nicht gut drauf. Was hat die für eine Brille auf, Alter?
es passt ihnen alles noch nicht, ist das zu fassen? Die haben sich einfach diese, literally die Straße unter den Nagel gerissen und sind original sich am Beschweren, Junge. Ey, guckt euch diese Runde an. Guckt euch diese Runde an, den Unmut über das Projekt bekommen im Juni. Das ist keine gute Energie. Es ist keine gute Energie. Bekommen die Pflanzen zu spüren. Oh, jetzt lassen sie es an den Pflanzen aus. Ey, es ist wirklich, ja. Sie aber auch. Sie auch. Also die ganze Runde. Also es ist wirklich, ah, was macht er da? Das ist ja Lesbian Lifestyle in Formvollendung, ey. Achtung, Säureanschlag. Wer macht sowas? Unbekannte zerstören zwei Beete. Vermutlich mit Essigsäure. Was ist denn da los? Ist da ein Clan-Krieg unter Grünen? Anwohnerinnen wollen trotzdem bis zum Ende. Das war doch safe einer von denen selbst. Bis zum Ende der Testphase durchhalten. Guck mal hier hinten die. Die und die auch noch. Die und die auch noch. Und jetzt zieht euch das rein. Viele Rucksäcke. Immer. Rucksäcke mit, ich weiß nicht, was in diesen Rucksäcken drin ist. Ja, Junge. Ey, dieses Ganze. Also jede deutsche Person in diesem Video ist wirklich peak. Er hat ja auch so eine freche, so Lesbian-Lifestyle-Frisur mit so roten Strähnchen im Pony und so weiter, ne? Ja, Junge. Der Bezirk bewertet das Projekt auf RBB-Anfrage als Erfolg. Ja, gut. Wow, Alter. Also, ich hatte noch eine was dazu geschrieben. Ich kenne sie nicht. Ja, scheint auch gut drauf. Was mich bei dieser Öko-Verkehrsbehinderungsfantasie frage, wenn man mehr Bullabü-Natur will, warum hockt man sich nicht 10 Meter daneben in den vergleichsweise akzeptablen Park? Immerhin grün, Tischtennisplatten, keine Spritzen. Ja, keine Spritzen mögen die nicht. Spritze beste, oder? So, und jetzt habe ich hier noch einen. Gucken wir gleich mal. Hier, ey, also ich meine, klar, 8 Cola, 8 Bier, Cops, wir sind keine Fans und so weiter. Aber sagen wir mal so, das ist jetzt hier Nevada, ne? Ey, ob die in Nevada wohl auch mal kurz versucht haben, Klimakleber zu sein, so. So. Tax money well spent. Yo. Ciao. So, aber es ist noch nicht vorbei. Der hält jetzt an und verhaftet die. Ja, Junge. Ey, High Energy, die Cops. Auch coole Karre und so weiter. Da ist nichts mit Osterei und Puddingteilchen. Ey, aber auch nur Hexen. Nur Hexen. Was ist mit den Weibern? Was machen wir? Wie können wir das Hexenproblem lösen? So. Jawoll, Alter. Jawoll. Jawoll, Alter. Ja, Junge. Ja, moin, Junge. Ja, wenn schon Texas, dann würde man doch sagen, so, ey, ob der wohl mit der gezogenen Knarre da rauskam. Ey, ja, moin, ey. Vor allen Dingen ein Typ. Es ist halt ein Typ, der verhaftet die jetzt alle. In Deutschland genau umgekehrt. Wenn ein Kenneck verhaftet werden soll, dann kommen ja halt 200 Schaften an, so. Ja, moin, der verhaftet jetzt diese ganzen Hexen, Alter. Ihr bleibt sitzen und ob du... Ey, sie will hier so weggehen. Na gut, er kommt auch noch.
Ey, ob die wohl am Weinen sind? Ob die wohl am Flennen sind, Alter? Hast du die gehört? Ja, moin. Also erstmal mit dem Pickup-Truck, die Ranger hier, das ist hier der andere, erstmal komplett durch die Barrikade durchgeheizt. Einmal aggressiv gewendet und so aus dem Auto rausgekommen. Mit der Ansage, Junge. Ja, moin, ey. Okay, das war's. Also einfach gar keinen Bock mehr. Gar keinen Bock mehr in Zukunft. Ja, genau, I can't breathe. Ob die das wohl bei weißen Frauen genauso machen, Junge? Also ist halt egal, geh uns halt nicht auf die Eier und fang hier gar nicht erst an. Oh, weia, jawoll. Ey. Ja gut, sie hat ein bisschen gezappelt, Ey, sagen wir nochmal, es ist halt herrlich. Ey, guck mal, er hat schon... Ja, ja, Junge, und ob ich da durchfahre? Und ob... One World, One... Ey, ja, okay. Okay. Ja, ja, Junge. Ey, jetzt, nee, ich komm doch mal wieder. Ey. Alex Jones steigt aus dem Auto aus. Es ist herrlich. Ja, was zappelt sie denn auch? Guck mal, wie er auf ihr drauf, auf der Seite. Oh, oh, das tut gut. Oh, bam, bam. Der hat wirklich den Kopf von der geholt. Habt ihr das gesehen, Junge? Habt ihr das gesehen? Ja, warte. Jetzt kommt der Kopf nochmal hoch. Was? Nee, runter. Ja, gut. Okay. Ja, Nevada. Es ist in Nevada. Also auch Süden, ne? Etwas weiter im Süden. Ja, das ist, genau. Nein, geht uns nicht auf die Eier. So wird's gemacht. Und dann könnt ihr frei sein. Wenn sich einer nicht benimmt, dann kommen wir. So. Oh, Bodentemperatur, ne? 80 Grad Bodentemperatur. Ist es Climate Change?